Willkommen auf meinem Kanal. So, bin wieder heute beim Maränenangeln. Besser gesagt, ich stelle heute mal Barsche nach. Das heißt, mit der Hygiene bin wieder unterwegs mit dem Fahrrad. Sehr schönes Wetter. Ihr seht das Gewässer. Wirklich schön. Viele Leute sind unterwegs. Vor allem viele, viele Hundebesitzer. Ja. Jedes zweite kläfft sich irgendwie an, komischerweise. Aber trotz alledem wirklich schönes Wetter. Ich angel jetzt seit ungefähr 2 Stunden schon. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt werde ich wahrscheinlich von der Ecke mal in die Ecke rücken. Das heißt, ich habe schon ein bisschen geangelt hier. Und habe aber festgestellt, dass hier nichts geht. Ich werde die Ecke wechseln. Das heißt von dort daher. So Leute, ich wollte euch ein bisschen was erzählen von meinen Vorfächern. Also ich habe hier oben die erste Schlaufe, beim Schwimmer oben ist, da kommt eine ganz kleine Schlaufe dran. Das heißt, so unauffällig wie es nur geht. Und dann ist das natürlich auch Fluorcarbon. Das kommt bei mir immer hier auf das Grüne drauf. Da ist immer der Anfang. Und dann wird das ordentlich drauf gewickelt, nicht zu arg spannen, nur ein bisschen. Und dann hat man halt hier auch immer diese, ja, kommt drauf an. Also ich habe hier jetzt 14er Haken und solche Sachen nehme ich zum Barschangeln. Das ist eben UV, Federmaterial, UV-Farbe ist da drauf mit Glitzer und das funktioniert ziemlich gut. Dann erstmal so angespannt und dann wird immer das Vorfach so gespannt drauf gebiekst. So. Und dann wickelt man das immer so drauf, also von Haken zu Haken, so ungefähr könnt ihr rechnen, 30 cm Pi mal Daumen. Ich lasse unten eher mal so 50 cm bis zum ersten Haken und dann habe ich dann, wie ich Lust drauf habe. Ich habe verschiedene. Das heißt, wenn jetzt nicht solche Tiefen habe, wo ich dann sage, okay, dann nehme ich mal den,
Dann kann ich mal den nehmen. Das könnt ihr da variabel machen, wie ihr wollt. Aber ich wollte euch mal die Aufwicklerei zeigen und dann halt wirklich alles wieder zurecht putzeln. Putzeln, genau. Und dann, also das ist der Hauptstamm. Und der Hauptstamm habe ich die Schnur, also die Marke, das kann ich ja auch mal sagen, das ist die Firma Stoff. 220er, 0,220er Millimeter und die Seitenarme, die habe ich mit einer 23er. Das heißt, ich möchte gerade andersrum wie beim Nur-Fällchen angeln. Das heißt, die Seitenarme nimmt man beim Fällchenangeln, also diese Arme, Seitenarme, nimmt man eher dünner beim Fällchen-Marenenangeln und beim Barsch eben eher dicker, dass eben dieses Gewicht, was ich hier bei meinen Goldkopf-Nymphen in dem Sinne habe, auch auffangen kann, dass das eben auch so schön vom Hauptstamm abhängt. So, und dass das auch ordentlich funktioniert. Das muss ja da unten ein bisschen zappeln und glitzern und genau, dann dem Imitat, dem Nymphenimitat eben auch Leben einhauchen. So, dann wickle ich das so rum und drauf, genau, und eigentlich, also da ist die große Schlaufe, ihr seht, da kommt immer mein Blei drauf geschlauft, mit dem fange ich auch immer an und das ist rot. Also bei mir, und dann piekse ich die immer so durch, dass es hier in der Mitte ja nicht stört. Und dann piekse ich das so in die Richtung und habe es aber so eingehangen. Also ich zeige es euch nochmal. Ups, ist auf den Boden gefallen. Also ich zeige es euch nochmal. So, da ist die Schlaufe. Nimm das, die Nadel, spann das alles. Piekst das in die Richtung. So, dann ist das ordentlich. Dann weiß ich, okay, grün ist der Anfang und rot, andersrum. Grün ist das Ende und rot ist der Anfang. So, bei rot, da hängt man das Blei hin. Mit dem fange ich immer an, wenn ich die Route aufgebaut habe. Und zum Schluss kommt eben das Grüne, wo die kleine Schlaufe ist, kommt oben hin an den kleinen Karabiner mit dem, ja, Gummistopper. Und dass die, dass der Schwimmer den Knoten nicht beschädigt, mache ich noch einen Gummistopper drauf. Und so ist die ganze Montage aufgebaut. Und da habe ich halt verschiedene. Ihr seht, ich habe blaue, ich habe rot, ich habe ja, viel UV-Farbe, sehr natürlich, ja, orangener Kopf, genau. Und ja, komplett mit einem Goldfaden durchgezogen. Schwarze Befiederung, sage ich mal, hier hinten, eher ziemlich natürlich, hier die sind eigentlich ziemlich natürlich, vor allem die kleinen hier. Und es ist halt so, wenn die Marienzeit anfängt, fängt man eigentlich immer mit den kleinen an und testet sich dann ja später, also umso später des Jahres, also um die Winterzeit, nimmt man halt größere, so sagt man. Aber bei mir ist es so, ich nehme eigentlich immer so eine Kombination, wo alle drauf sind, ja. Also das erste ist eigentlich immer, was so alles drauf ist. Groß, klein, UV, ziemlich natürlich, orange, orangener Kopf. Und dann gucke ich auf was. Habe ich einen gefangen und dann kann ich immer noch sagen, ja, okay, nimmst du, okay, der ist auf den Orangenen gegangen, dann nimmst du eben einen, da wo zwei Orangen oder drei Orangen drauf sind, oder dann kann man eben diese Nymphe oder diese ja, dieses eben doppelt und dreifach nehmen, wenn es geht, wenn man das in seinem System hier drauf gebunden hat, dann kann man sagen, okay, dann habe ich zwei hier Neon Federung hier hinten, dann nehme ich lieber die, weil der letzte Fisch habe ich mit dem gefangen und dann die Erfolgschance wird dann verdoppelt oder verdreifacht, wie auch immer. Ihr müsstet das selber für euch abschätzen. Also bei uns in der Gegend ist halt sehr schön immer grün. Darum habe ich auch viel mit UV-Farbe Grün-Glitzer drauf.
Also da ist grün Glitzer, das sieht man kaum. Aber wenn man doch so ein Schwarzlicht drauf hebt, dann sieht man dann doch schon, dass die leuchten. Und so möchte ich das. Also das ist meiner und das kann ich euch so zu Herzen nehmen. Das funktioniert wirklich so gut. Und ja, besorgt euch die Kleinteile und dann habt ihr alles bei Mann. Und ja, dann Petri und viel Spaß am Gewässer euch allen noch. Und ich hoffe, dass ich hier noch zu einem Fisch komme. Mal schauen wann, aber ja, so sieht es bei mir aus. Und alles am Mann, macht Spaß, leicht und ja, funktioniert alles ziemlich gut. Und wie gesagt, Hauptstamm 22, bei den kleinen Nymphen nehme ich eben die Seitenarme mit einer 15er Stroff Fluorcarbon-Schnur. Und bei den dicken Goldkopf-Nymphen hier, ja, da nehme ich eher mal einen 23er. Also der Hauptstamm ist 22 und die Arme, die nehme ich dann eher doch ein bisschen stärker, dass das eben das Gewicht abfangen kann. Somit habe ich euch das, glaube ich, ja, gut erklärt. Und wenn was ist, schreibt es in die Kommentare und ja, man kann ja immer noch drüber diskutieren. Schwimmer funktioniert ordentlich, der wippt jetzt direkt an der Welle und der Stamm, der liegt dann richtig schön im Wasser und die Nymphen, die arbeiten. Und sobald da ein Schwarm Fische vorbeizieht, denken sie, das sind lebende Zuckmücken laufen oder. Genau so funktioniert das. Richtig schön. Kann ich jedem so zu Herzen legen. Platz wechseln müssen, weil da vorne an der Ecke war es mir echt zu windig und ja, ich sag mal so, im Sommer stehen eben die Barsche dort, das muss jetzt in der Winter oder kalte Jahreszeit, ist ja noch kein Winter, bei uns jedenfalls noch nicht so richtig eingebrochen wie in Baden-Württemberg. Ja, im Endeffekt ja, muss ja nicht sein, dass die jetzt in der kalten Jahreszeit auch dort stehen. Ich suche es einfach mal. Ich habe jetzt dort geangelt, dann bin ich in die Ecke gegangen, da immer schön abtreiben lassen. Also die komplette Fläche habe ich da hinten abgesucht. Jetzt bin ich hier, jetzt weiß ich, dass es hier tiefer ist, definitiv. Da war ich mal mit einem Deeper drauf und habe die ganze Fläche mal mit dem Deeper aufgenommen. Hier ist es definitiv 4 Meter ungefähr tiefer wie da vorne. Wenn nicht 5, 6, also in die Richtung ist es halt, ja, ich sag mal 15 Meter tief und da vorne ist es eher so 7 Meter tief, also mit Welle und so, ja, dann, ja, das kann man nicht genau sagen, dass das so auf der Fläche ist. Das ist halt gebaggert worden, da sind die Raupen früher drüber gefahren. Und dann gibt es halt diese komischen Raupenwellen, sage ich mal, fischgerecht hinterlassen worden. Sehr gut gemacht worden eigentlich. Hier ist ja auch der Zanderbestand ziemlich gut, sagen sie. Ich habe noch von niemand gehört, dass irgendeiner hier einen Zander gefangen hätte. Aber grüne Hechte hat es hier. Smaragdgrüne Hechte soll es hier haben. Ich habe ein paar gesehen. Das ist anscheinend wegen den Algen, wegen der Tarnung färben die sich so.
Die haben ja so eine, ja, Haut wie ein Chamäleon, die können ja die Farbe ändern. Das können ja Zander und so auch. Man weiß es ja von vielen Fischen, wenn die mal verstorben sind, dann wechseln sie eben die Farbe. Aber von dem abgesehen, hier werden sie eben auf der Jagd. Sie schleichen sich ja an wie Raubkatzen. Ja, auf dem grünen Teppich, sag ich mal, und dann werden sie irgendwann mal halt ziemlich grün. Und wenn man die dann gefangen hat und sie sind noch lebendig, dann haben sie die Farbe noch oft. Wenn man dann schnell wie bei den Lambucas, Goldmakrelen, Fotos macht, dann hat man eben die Originalfarbe drauf, wie sie unter Wasser dann auch haben. Ja. Gerade für Präparation ist das sehr, sehr wichtig. Gut, meine Lieben, ich werde jetzt hier noch weiter angeln und ansonsten, wenn ich mich nicht mehr melde, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns beim nächsten Mal. Glocke nicht vergessen zu aktivieren und für die Neuen das Abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Petri und Horedo.